Also, das ist eine neue Lichtgeschwindigkeit heute am 21. Juli hier. Ich bin beim Landesparteitag der Piratenpartei und habe jetzt auch vor, etwas zu essen und verlasse jetzt den schönen Ort hier in Wolfenbüttel bei Braunschweig. Hier ist die Lindenhalle. Da ist das schöne Schiff von Matthias. Hier ist doch alles ganz modern. Piratenpartei. Niedersachsen, und die wollten eigentlich längst fertig sein mit der Wahl ihrer Kandidaten für die Landesliste, aber das wird gründlich gemacht. Wir haben jetzt irgendwie nach 20 Uhr bereits abends und die Kandidaten der Piraten stellen sich immer noch vor in der Halle. Ich gehe jetzt mal da rein, nur um einen äußeren Eindruck zu machen. Wenn ich in der Halle bin, kann ich da nicht reden, aber es ist interessant. Ich habe schon viele interessante Piraten gesprochen und insofern ist man auch guter Dinge, dass das was wird. Das wird nur etwas dauern und die Wahl wird dann wahrscheinlich morgen erst stattfinden. Na? So. Gut, also Eingang. Also der Eingangsraum hier der Lindenhalle in Wolfenbüttel. Ich bin gelernter Banker und seit über 10 Jahren hier im Markt tätig. Und der Grund, warum ich Ende Januar in die Piratenpartei eingetreten bin, war, ihr könnt es euch denken, die Finanzkrise. Ich möchte meine kurze Rede mit einem kleinen Zitat beginnen. Das Zitat stammt aus dem Jahre 1918 und ist von einem gewissen Silvio Gesell, der dieses Jahr 150 Jahre alt geworden wäre und leider schon 1930 gestorben ist. Trotz des heiligen Versprechens der Völker, den Krieg für alle Zeiten zu ächten, trotz der Rufe der Millionen, nie wieder Krieg, entgegen all den Hoffnungen auf eine schöne Zukunft, muss ich sagen, wenn das heutige Geldsystem der Zinswirtschaft beibehalten wird, so wage ich es heute zu behaupten, dass es keine 25 Jahre dauern wird, bis wir vor einem neuen, noch furchtbaren Krieg stehen. 1918. Ihr wisst, was da passiert ist? Also, klar machen zum Ändern, das ist doch eine gute Rede. Ich gehe jetzt mal in die Halle und vielleicht kann man den Kandidaten, der gerade diese Rede gehalten hat, sehen. Derweil mache ich mal hier meinen Hassburger. Hassburger, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe gefragt, der heißt deshalb Hassburger, weil die Fleischerei aus Wolfenbüttel, die das Fleisch liefert, heißt von Familiennamen her Hass. Und dann haben sie in der Anspielung auf Hamburger ihren Hamburger Hassburger genannt. Ich habe noch nicht probiert, aber ich habe mehrere Servietten bekommen. Insofern der Hassburger einem dann in den Ärmel läuft. Gut, also hier ist jetzt der Ausblick nach hinten. Wenn ich das mal zeigen darf, hier kommt jetzt der Hassburger in die Halle. Und so, jetzt mache ich mal ganz kurz einen Rundgang. Die AG Wirtschaft bzw. Geld hat, ich weiß nicht, was die gemeint ist, aber jedenfalls in dieser Zeitung, dieser Zeitschrift, Kompass, die vorne ausliegt, ist genau dieses Problem beschrieben. Weil das Problem, das wir haben, ich höre immer Schuldenkrise. Okay, ich bin Banker, aber sollte jedem einleuchten, dass, wenn jemand Schulden hat, ein anderer auch ein Vermögen hat. Und das große Problem, was wir haben, sind nicht die Schulden, sondern die Vermögen der Reichsten und Superreichen dieser Welt. Es ist eine Handvoll, die sich quasi wie schwarze Löcher diese Zinsen, die irgendwie bezahlt werden, einvernehmen. Der bekannte Autor Michael Ende, der Schöpfer von Momo und der unendlichen Geschichte, hat zu diesem Thema Folgendes gesagt. Das Geldsystem ist von uns Menschen gemacht und es überlegt auch uns Menschen, dieses zu ändern. Und Albert Einstein sagte angesichts der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, dass die Probleme, die es in der Welt gibt,
nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen sind, die sie erzeugt hat. Liebe Piraten, ich möchte zum Wohle für uns alle, für unsere Kinder und für Europa, dieses auf Schulden und exponentiellen und unnatürlichem Wachstum beruhende Geldsystem ändern und kandidiere deswegen erstmal für die Landesliste. Vielen Dank und die Zeit war gut. Das ist einer von den 60 Kandidaten. Jetzt haben sich vielleicht 35 vorgestellt. Es geht also noch bis spät in den Abend hinein. War das okay? Wunderbar. Ja, der nächste Kandidat wäre Nummer 210, Peter Rosenbaum. Peter Rosenbaum hat gerade den Jens Schicke angerufen. Jens Schicke ist Mitglied des Schiedsgerichts Niedersachsen. Peter Rosenbaum ist Jens Schicke persönlich bekannt. Die Nummer schon auch überall für den, die Jens Schicke von ihm hat. Peter Rosenbaum hat gerade telefonisch erklärt, dass er... Schönes Zitat, gratuliere. Mir gegenüber hat welches denn der drei? Nee, das erste. Das erste. Jens hat die Richtigkeit des Anrufes bestätigt. Ist nämlich das damit uns ist er kein, nicht mehr auf der Kandidatenliste. Und nicht irgendwie Kinder. Und wir kommen zu 212. Ja. Aber jetzt muss er erstmal gewählt werden. Viel Glück. Ja. Ja, das war eben der nette Kandidat, der gerade geredet hat. Jeder hat seine Gedanken. Wir haben auch zwischendurch einen Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes bekommen von richtig, aber bei dir. Korrekt? Ja, ich habe ganz die Frage gestellt. Also das ist jetzt die Situation hier am Samstagabend. Vorstellung der Kandidaten, eine Diskussion um die Kandidaten und Befragung wird es sicherlich auch noch geben können. Heute wird vermutlich nicht mehr gewählt, dann ist das morgen. Die Piraten machen das gründlich und seriös. Ich kann das nicht übereinbringen mit dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Marie-Katharina Wagner, die hier Karneval und Ritterspiele Gothic in Bund machen wollte. Das ist hier ganz offensichtlich auch von den Farben der ernsthaften Menschen, die hier sitzen. Das ist auch keine Kinderpartei, wie man sieht. Und insofern freue ich mich sehr. Da oben ist eine Zeituhr eingeblendet. Jeder hat maximal 10 Minuten gleich und irgendwann wird es dann was. So, schönen Dank für den Aufruf hier. Also jetzt habe ich den Verdacht, falls die mit den Abstimmungen nicht fertig werden, laufen die Kandidaten noch um die Wette. Hier ist also eine Bahn. Jetzt könnte man sagen, die müssen eine Runde schnell laufen oder sie laufen so lange, bis der Letzte übrig bleibt. Ja, bei Politikern ist Ausdauer ja bekanntlich nicht. Also hier sind lauter Profis. Ich freue mich über den Zuspruch. Also alles Gute. Tschüss.